dieser Case Study möchte ich euch einen Kundenshop zeigen, wo wir am Black Friday Wochenende im November 21 128.000 Euro umgesetzt haben. Es soll euch veranschaulichen, was im E-Commerce alles möglich ist und wie das aussieht, wenn man Marketingkampagnen vorgängig plant und so dann an dem Tag, wo es darauf ankommt, 1:1 kann umsetzen. Tauchen wir gerade ein. So, wir tauchen gerade ein, um zu schauen, wie wir an einem Wochenende, 26., 27. und 28. November, knapp 130.000 Euro Umsatz macht. Das sind 3 Tage. Die Ausgangslage, die kennt ihr, das ist ein deutscher Shop, der im deutschen Markt auch skaliert wird. Das bedeutet, die gesamte Produktion ist in Deutschland. Der Versand der Produkte wird aus Deutschland aus geregelt und dort wird der ganze Markt eigentlich so abdeckt. Die Kunden werden bei uns in der Marketingagentur 3CC Studios betreut. Wir schauen jetzt mal das 3. Quartal vom Jahr an, wie das verlaufen ist, und zwar von Juli bis Ende September. So. Wir sind dort über 3 Monate hinweg bei 117.000 Euro Umsatz, was eigentlich schon ein sehr schöner Umsatz über 3 Monate verteilt ist. Wir sehen auch, wir haben einen Tag, der mal sehr gut gelaufen ist. Wir sind dort bei knapp 6.500 Franken Tagesumsatz gewesen und haben dann anschliessend können ins 4. Quartal hinein. Jetzt 4. Quartal, Oktober, November und Dezember, extrem spannende Zeit. Wir haben gewusst, es ist am Black Friday sehr, sehr vieles möglich. Das heisst, wir haben dort, wenn wir jetzt mal das komplette Quartal nehmen, von Oktober bis Dezember 2021, haben wir da einen Gesamtumsatz von 400.000 Euro können machen. Also wir haben das, den kompletten Umsatz vom 3. Quartal haben wir verzweieinhalbfacht in dem 4. Quartal. Und natürlich sehen wir auch da den Peak, wo an einem Tag mal 94.000 Euro Umsatz gemacht worden sind, und ihr habt es richtig erkannt, das ist der 26. November 2021 am Black Friday. So, jetzt gehen wir das mal genauer anschauen, und zwar, wenn wir den November mal auseinandernehmen, sind wir von diesen 400.000 Euro, sind wir da bei 250.000 Euro Umsatz. Was euch gerade auffällt, ist natürlich die enorme Anzahl von Sitzungen im Onlineshop, 120.000 Besucher auf der Seite. Wir haben ebenfalls einen sehr schönen Bestellwert von knapp 120, 123 Euro, wo man da auch hochpreisig verkaufen können. Konvertierungsrate ist in Ordnung für die Werte, die wir mit der Werbeanzeige überkommen, für die Marge, die wir auf dem Produkt haben, und für das, dass wir es so gut skalieren können, ist das vollkommen okay. Da muss man natürlich auch bedenken, dass man das auf Scale immer noch bei knapp 1,65% halten kann. Auf Scale bedeutet einfach, wenn man da massiv mit Werbebudget reingeht, massiv Leute auf die Seite holt, Traffic auf die Seite leitet, dass man da x 10.000, 100.000 Kunden pro Monat auf der Seite hat, dass man da natürlich auch Konvertierungsraten behalten kann, dass da immer noch der Wert bestehen bleibt. Jetzt, was euch Wunder nimmt, es sind insgesamt 1.971 Bestellungen gewesen, die wir da im November hatten. Wenn wir vor dem Black Friday kurz gehen, analysieren, in dieser Woche 22. bis 25. November sind wir da bei 25.000 in diesen paar Tagen gewesen. Wir haben am Donnerstag alles vorbereitet. Bedeutet, dort sind die komplette Kampagne vorbereitet worden, aufgeschaltet worden. Der gesamte Funnel, Top, Middle und Bottom of the Funnel, ist ausgebaut worden. Verschiedene Anzeigen sind aufgeschaltet worden, damit sie dann am Freitag haben können laufen. Also die kompletten Vorbereitungen, die passieren vorher. Und genau das war es auch gewesen. Wir haben dort die gesamte Kampagne nur für den Freitag, für den 26. auf 15.000 Euro Marketing-Ausgaben gehabt. Nur für den einen Tag. Plus wir haben für 10.000 Euro noch Influencer-Kampagnen zusätzlich lanciert. Also bedeutet an dem Tag, das ist auch alles vorgängig geplant und eingefädelt worden, dass man dort für 10.000 Euro an so viele verschiedene Influencer Produkte geschickt haben und das Ganze so vorbereitet haben, dass quasi dann am Black Friday, an dem 26., dass dann Sky the Limit ist. Und was ist passiert? Wir haben am 26. November einen Rekordumsatz gehabt von 94.000 Euro. Bedeutet, dass wir da, ja,
den gesamten Umsatz, den wir da am Tag vorher hatten, gerade mal versechsfacht haben. Wir haben an dem einen Tag knapp 30'000 Leute auf der Seite gehabt. Ebenfalls eine sehr gute Konvertierungsrate. Wir haben an dem einen Tag 772 Bestellungen gehabt. Ebenfalls der durchschnittliche Bestellwert bei 120 Euro können behalten, was fantastisch ist. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir an dem Black Friday die knapp 95'000 Euro haben können erwirtschaften. Wenn wir jetzt das gesamte Wochenende anschauen, das ist jetzt Black Friday gewesen, dann haben wir natürlich noch den Samstag und den Sonntag mit dazu. Alles insgesamt sind wir da bei 128'600 Euro Umsatz gewesen, nur an diesem Wochenende. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn man am Black Friday komplett mit Marketingbudget reingeht, dann ist dort natürlich, dann tut man sich den ganzen Hype von Black Friday, der da rundherum aufgebaut wird über die vorherigen Wochen, nicht nur von unserem Shop, sondern selbstverständlich auch von ganz Social Media, jeder einzelnen weiss, wo im Online-Gag einkaufen, dass am 26. an dem Black Friday, dass dort alles auf Sale ist, dass man fantastische Deals kann holen etc. Also das ist eben genau das, was man muss ausnutzen, wenn man im E-Commerce tätig ist. Man muss die verschiedenen Tage kennen, man muss die verschiedenen Zeiten kennen und dann kann man natürlich dann auch so Resultate erzielen. Also 128'000 Euro Umsatz, ein sechsstelliger Umsatz in 3 Tagen. Das ist sehr gut möglich. Jetzt Samstag und Sonntag selbstverständlich wieder ein bisschen downscaled. Das bedeutet auch da, sind wir dann da bei Tagesumsätzen 4-stellige gewesen und dann haben wir da dann noch anschliessend, also schauen wir es dann gerade an. Entschuldigung, 5-stellige Tagesumsätze gewesen, sind ja nur 3 Tage, also 27. das ist der Samstag gewesen, haben wir noch 17'000 Euro können mitnehmen und am Sonntag, 28. sind wir da bei 16'000 noch gewesen. Und das ist so ein bisschen, was ihr könnt als Key Learning mitnehmen, wenn man sich richtig darauf vorbereitet, wenn man die komplette Kampagne richtig tut, aufschalten und das Ganze wirklich, die komplette Energie in das investiert, dann wird man auch exponentiell belohnt. Und ja, wenn man dann das vierte Quartal mit über 400'000 Umsatz kann abschliessen, dann ist das auf den Monat gerechnet um die 150'000 Franken Umsatz aufwärts pro Monat, was sich sehr gut blicken lässt. Jetzt, wie es natürlich weitergeht, jetzt mit dem, wir haben so viele fantastische Daten können sammeln, da wird jetzt natürlich darauf aufbauen. Das Ganze sollte jetzt, oder besser gesagt, das wird jetzt so konzipiert, die Strategie, dass man da auf mehrfach 6-stellige Monatsumsätze kann auffahren, damit das auch eine 7-stellige Brand dann kann werden kann. Auch nächstes Jahr, im 2022, es ist nicht unmöglich, dass man 7-stellige Umsätze machen kann an einem Black Friday Weekend. 7-stellig bedeutet 1 Million und mehr. Das ist sehr gut machbar. Das wird auch so passieren, wenn das richtig vorbereitet wird. Jetzt haben wir da noch ein Jahr Zeit und dann ist das eine sehr gute Erfolgsgeschichte. In dem Sinn, ich wünsche euch, dass ihr da könnt Inspiration davon mitnehmen könnt, was alles möglich ist, wie man das auch kann machen kann, wie es bei euch könnte aussehen. In den nächsten paar Monaten/Jahren. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und dass ihr da richtig motiviert daraus werden könnt. Und wir sehen uns bald. Macht's gut.